Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits fünften Staffel und der 46. Folge, heute in der Vorproduktion am 13.08.23. Bevor es aber losgeht, gibt es hier mein herzliches Dankeschön und zwar geht's heute an Christian Kiefer. Der Christian hat nämlich am 19.10.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1024. Der Christian verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns gerade im Moment erstmal wieder auf dem Vormarsch. Drei Armeen haben wir vernichtet in letzter Folge oder drei Trupps. Eine Armee war das von 100 Mann oder so. Und Razie wurde belagert, hat aber standgehalten, von den Saka belagerten hat standgehalten. Jetzt hoffe ich sehr, dass die sehr wenig Verteidiger haben, ansonsten rufen wir Verstärkung. Kann ich schon sehen? Oh. Shit. Du da. Oh, zwei Tage. Und 114, was? Die kosten viel zu viel, ey. Gut, die werden wahrscheinlich Elite-Truppen dabei haben, aber das kann ich mir nicht leisten, verdammt. Nochmal 110 Mann mehr. Aber knapp 400 Truppen, das ist zu wenig. Du da, komm mal her. Bleib hier. Er ist natürlich zu schnell. Der ist größtenteils beritten, kann das sein? Ja. Oh. Wo bleibt meine Verstärkung? Wo zum Geier bleibst du? 7 Stunden entfernt. Was haben die vor? Die wollen die Burg belagern, okay? Wir sehen uns gleich wieder. Ah, nein! Nein! Nein, du Idiot! Er rennt jetzt nicht drauf zu, oder? Dieser Idiot! Ach, er ist geflüchtet. Oh. Also, die fliehen schon mal, das ist schon mal gut. Ich sag jetzt erstmal unseren Kumpan ein hier, der irgendwie keinen Bock hat, zu mir zu kommen. Hallo? Dieser, das gibt's doch nicht, ne? Nö, nicht mit mir. Das, also was Dämliches, ne? Der wollte jetzt bloß den Ruhm kassieren. Nicht mit mir. Ich lass mich doch nicht von der KI verarschen. Entschuldig bitte, aber nö. Das sind einfach 110 Mann, die er da sinnlos opfert. So, jetzt wissen wir ja schon, dass wir mit der Stadt nicht vorwärts kommen. Also rufen wir ihn jetzt trotzdem und laufen ihm schon mal entgegen und dann können wir hoffentlich die Armee auf dem Felde besiegen. Warte mal. Pagarius. Achso, das ist meiner. Moment mal. Ich dachte, der war schon bei mir. Lol. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Komm mal her hier. So. Was hast du vor? Du willst auch Razie belagern, das war mir klar. Der hat sogar mehr Männer als ich. Das heißt, er wird mir die Belagerung klauen, wenn ich sie machen würde. Schwierig. Ich habe jetzt 254 Punkte. Bitte was? Okay, es ist wieder buggy. Nach Männer sortiert. Ira, die braucht aber zwei Tage und kostet mich 63 Einflusspunkte. Woran liegt das? Dass das so mega teuer ist, meine ich. Haben wir da unten ein Gesetz, von dem ich nichts weiß? Kann das sein? Clans des Rangs 3 plus erhalten 0,5 Einfluss pro Tag. Dafür erhöhen sich die Einflusspunkte dafür, Clans mit niedrigerem Rang in die Armee einzuladen. Ach, die haben einen niedrigeren Clan-Rang als ich. Das ist das Problem. Warte mal, Joron?
Clan? Nee. Hab ich das falsch verstanden? Clans des Rangs 3+. Ich habe 3. Erhalten Einfluss pro Tag. Bekomme ich. Dafür erhöhen sich die Einflusskosten dafür, Clans mit niedrigerem Rang einzuladen um 10%. Nee, dann muss der irgendwie Elite-Truppen haben. Hier, 61 Mann kosten mich 111. Huch. Aber der ist niedriger. Hä? Ich meine, gut, bei der Kavallerie sehe ich schon mal, hat er ein paar Aufgelevelte dabei. So ein paar sehr gute dabei. Ich glaube, das ist das Maximum. Und recht viele Söldner. Ha. Das ist verdammt teuer, aber ich brauche die Überzahl. Schluck auf, Entschuldigung. Feigling. Geht doch. Ja, ist ein Weilchen her, Aaron, da hast du recht. Ergib dich oder stirb. So, wie ist er aufgestellt? Aufgestellt? So gut wie keine Kavallerie. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir haben auch mehr Infanterie. Allerdings viele davon noch Rekruten. Mal gucken, wie es nach der Schlacht aussehen wird. Ich denke, es wird Zeit, dass ich wieder mehrere Kohorten mache. Ich denke, es wird Zeit. Ja. Basama auf. Also, mit 300 Mann können wir 3 Kohorten machen. Das heißt, ich werde jetzt hier Kavallerie rein, hier Bogenschützen rein. Nee, das war falsch. Hier Kavallerie. So. Ach, wir haben auch wieder berittene Bogenschützen wahrscheinlich, wa? Naja, egal. So, du führst die Kav an, du führst die Kav an. Wir machen hier draus jetzt wieder Bogenschützen. Du führst die Bogenschützen an. Du reitest mit, läufst mit den Bogenschützen, genau. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Dann haben wir hier Infanterie, Infanterie. Makro, Kohlebeißer. Circa 30%. So, circa 30%. So, und die erste Kohorte hat wie immer mehr Männer. Hier wollen wir gerne noch ein ausgewogenes Verhältnis machen. So, Problem ist nur, wir haben 3 berittene Anführer noch mit dabei. Obwohl, warte mal. Bist du auch mit Bogen ausgestattet? Ja. Obwohl, wisst ihr was? Wir machen das so. Warum geht's jetzt nicht? Hallo? 50% hier, 50% da. Sperren, sperren. Ach, Moment, apropos sperren. Ach, ist er wieder doof. Ach, weil ich ihn noch angewählt habe, geht's hier gerade nicht. Ach. 30. Was? Hallo? Es spinnt gerade. Es spinnt gerade massiv. Was ist denn? Was stimmt nicht mit... Ach! Shit. Das war das Problem. Ach. Entschuldigt bitte. Das muss einfach ab und zu mal sein, ne? So passt das Verhältnis wieder mehr. Wieso steht das hier 51%, wenn die alle drin sind? Egal. So, und hier bitte 50-50. Mach mal einfach mal eine gemischte Kavallerie. Warum nicht? Ein paar berittene Bogenschützen, so mittendrin bei den Nahkampfkavalleristen, ist doch auch nicht verkehrt.
Fertig. Nein, ich habe die Aufstellung vergessen. Ah! Okay. Eins da, zwei da, drei da. Angeführt von einem Berittenen? Oh nö, habe ich die doch vertauscht? Die vier müssten meine Bogenschützen sein. Breite Aufstellung bitte. Die fünf da, die sechs da. Oha! Anders, anders! Warum drehen die sich nicht? Oh. Shit, der Gegner kommt, oder? Nee, der will sich einen Hügel schnappen, okay. Da müssen wir gegenwirken. Ah, wieder so ein Moment, wo ich mir doch ein Pferd wünsche, ne? Ich bin so gewohnt, als Wolf zu spielen aus der Staffel davor, dass ich viel schneller Befehle geben konnte, indem ich übers Pferd geritten bin. Kavallerie will ein bisschen stänkern kommen, oder? So. Eins. Ach, zwei. Drei. Wir drücken sie von dem Hügel runter, wenn es geht. Ja, könnte schwierig werden. Quatsch. Die hier. So. Ich glaube, in der Aufstellung muss ich nochmal genauer gucken dann. Die Kavallerie auf jeden Fall schon mal vorschicken, damit sie den Gegner da abhalten kann. Es sieht nicht so aus, als wenn er versucht, sich da irgendwo einen Hügel zu schnappen. Dann müssen wir jetzt versuchen, sie runterzudrücken, dass wir trotzdem den Höhenvorteil haben. Erstmal alle drei Kohorten dahin und dann beziehen wir richtig Stellung. Marschformation fehlt auch, wie mir gerade auffällt, ne? Eine Marschformation ist halt in Reihe und Breite, also in Länge und Breite halt ein bisschen anders, sodass sie jetzt schneller von A nach B kommen und gleichzeitig aber auch schneller andere Formationen einnehmen können, wenn es da mal schnell gehen muss. Ja, sie kommen sogar auf uns zu, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht. Okay. Eins, zwei und drei, bitte ein Schild, weil. Nein, das war nicht, was ich wollte. Nein, immer noch nicht. Hab mich ein paar Mal verklickt gerade oder ein paar Mal vertippt. So. Das ist mich ein ziemlich großer Infanterieblock. Und den versuche ich dann zu umzingeln, also einzukreisen. Der hat nur sieben Kavalleristen, seht ihr das richtig, wa? Das ist eigentlich ganz geil. Wir stehen noch außerhalb der Schussreichweite vom Feind. Sammelt euch erstmal hier vorne, bitte. Als Kohorten. Ihr seid alle noch so ein großer Blob. Ich will aber links der feindlichen Infanterie eine schicken und rechts der feindlichen Infanterie. Die in der Mitte, die erste, die muss halt vorne erstmal standhalten. Ah, da kommen Schüsse. Da. Die drei. Hier hin. So, die eins. Vorwärts. Die zwei. Dahin. Die drei. Dahin. So, sorry für das Rumgeplänkel hier, liebe Leute. Aber das muss halt auch sein. Wir wollen so wenig Verluste wie möglich erleiden. Und da versuche ich jetzt einfach mit dieser Taktik das so zu machen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir auch zu... Ah, shit. Ich denke, es wird Zeit, dass wir auch zurückschießen, wollte ich gerade sagen. Und die berittenen Bogenschützen in der Kavallerie können ja auch noch mal ein bisschen stänkern. Ist ja eigentlich ganz nett. Wieso dürfen wir da nicht hin? Das Kartenrand war... Oh, shit. Cleverer kleiner Feind. So, die 1 vorwärts, die 2 dahin, die 3 da drüben hin. Die 6. Darf man stänkern gehen. Der Gegner steht nämlich direkt davor.
Sind denn die so lahmarschig? Nein, da sind Infanteristen drin. Ich werde ja nicht mehr. Es ist ja alles durcheinander geraten hier. Oh nein. Oh, ich habe die noch falsch eingestellt. Oh, wie doof. Jetzt muss ich damit leben. Nee, muss ich nicht. Die 6. Wo war das? Bei F3, glaube ich, ne? Genau. Transferieren 5. Aber was transferieren? Ich kann nicht sagen, was rausgezogen wird. Okay. Abbruch. Gut, das hilft nichts. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, wir müssen vorrücken. So wird das Thema unnötige Verluste vermeiden. Hat da wunderbar nicht funktioniert. Faktisch habe ich eigentlich nur eine Kavallerie gerade. Wie doof, ey. Ich will euch da sehen. Und euch will ich dann da sehen. Da kommt schon der Gegner. Schmeißt, was ihr habt, Männer. Oh, viel zu kurz. Okay. Die 2 rein. Die 3 rein. Die 5 rein und die 6 rein. Der Gegner hat seine Infanterie aufgeteilt. WTF? Wie clever. So, hab ich nichts getroffen. Au, das war mein Schild. Au, das war mein Kopf. Gefühlt. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich brauche ein Schild. Gib mir den hier. Achso, ist ein Freund. Jut, eins auch rein. Auf die Reste einhacken. Beziehungsweise die Flanken. Oh Gott, der Gegner hat sich wirklich aufgeteilt in mehrere Kohorten. Nice. Schön gekontert. Muss man ihm lassen. Er hat es vermieden, dass wir ihn flankieren. Hat das schön gemacht. Kann man nicht meckern. Oh Leute, ich sehe nichts. Mist. Achso, ist ein Freund. Es hat einen Nachteil, wenn du ohne diese Banner über den Köpfen spielst, ne? Ohne diese leuchtenden Dinger. Ich finde es aber so irgendwie schöner, also immersiver. Wenn man ohne die Dinger spielt. Ach, das ist aber richtig doof gelaufen mit der Formation. Ich hoffe, das kriege ich gleich nochmal geregelt, wenn wir in einer weiteren Feldschlacht irgendwie landen sollten. Dass ich da irgendwie die Bogenschütze in der Kavallerie hatte, war richtig dumm. Hatte mich schon gewundert, warum die so langsam an Position marschiert sind. Na gut, passt. Insgesamt 44 verloren, 7 aus meiner Truppe. Ah, ziemlich gute Kavallerie verloren, aber wenigstens keine Spezialisten. Immerhin. Immerhin. Bist du eigentlich Söldner? Ja, Goldene Kompanie. Nee, Goldene Keiler heißen sie. Du kommst mit. We are at your mercy. Ja, geh. Schade, keine Truppen befreit. Zehntausend Erfahrungspunkte, okay. Ah, ich muss noch schlachten, sehe ich gerade. Warte mal. Petronella und Flavinius. Ja, hier sind doch schon bessere Rüstungen für eure Pferde.
Aber Petronella wahrscheinlich nicht, oder? Oh, vielleicht doch? Ja, doch, Tatsache. So, das ist nicht so der Renner hier. Javelins 5. Warte mal, Armbrust. Ja, na, holla die Waldfee. Bitteschön, gern geschehen. Nur Schilde scheint es irgendwie keine besseren zu geben hier. Schade eigentlich. Warte mal, hier haben wir einen großen Sack mit Pfeile. Ah, schade, sind schlechter. Na gut. Verbogen. Mamelukenlanze. Moment. Petronella. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Spielzeug. Und dann hatten wir ja noch Flavinius. Ah, nee, er hat schon was Besseres. Okay, dann wird die auch noch weggeworfen und dann haben wir 9000 Erfahrungspunkte, immerhin. Ja, Lanze anlegen, habe ich gar nicht gesehen, aber okay. Gut, Verhältnis gesteigert. 12 weitere wollen aufsteigen für die geopferten Waffen und Rüstungen. Wir gucken wieder per Steuerung und M ins Spezialistenmenü. Und kriegen jetzt endlich Moralboost. Naja, immerhin zwei davon. Das heißt, vier Moral. Solange wir sie haben, haben wir diesen Moralbonus. Ja. Sehr gut. Oh, Gourmet plus 14? Krass. Das hatte ich ja gelevelt, ne, mit dem Bonus. Okay. Jetzt haben wir auch wieder Einflusspunkte dazugeholt, dass ich mir jetzt denke, wir können noch mal jemanden mit einer angenehm großen Truppe rufen. Das war, ja, so viel dazu. Die wurden jetzt alle schon gerufen. Fug. Aber das hat sich wenigstens wieder eingekriegt hier, immerhin. Mist. Jetzt wollen sie alle Rasi belagern, wa? Ich krieg jetzt noch 130 Mann mehr, aber erst dann kann ich die auch einnehmen, die Belagerung. Ich versuche es vorzurennen. Vielleicht drehen sie wieder ab. Oh, nochmal 78 Mann. Ich werde schon gerne selbst geleitet, die Belagerung. Einfach um die Fertigkeitenpunkte von unserem Baumeister zu scannen. Und ich habe wieder vergessen zu gucken, ob die Tante skillt. Die Solimira. Ach, ich gucke immer falsch. Bogen. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Ja, Leco Mio. Okay, rein da. Ja, nee, ist klar. Okay, er sitzt in der Falle. What do you want, Stranger? Gut, ist jetzt ein kleiner Trupp, aber wir merken uns mal 3, 4, 6 bei Solimira. So, was zum Geier ist hier eigentlich mit euch nicht in Ordnung? Warum sind hier die Leute zu Fuß gewesen? Oder habe ich irgendwie versehentlich einen Befehl gegeben, dass sie absetzen sollen? Weil eigentlich war ich der Meinung, den gibt's nicht. Es sind nur Kavalleristen eigentlich. Ja. Dann war das irgendwie ein bisschen buggy vorhin. Okay, schönes offenes Feld. Gefällt mir. Die 1 in die Mitte. Ich finde, die 1 kriegt ein bisschen mehr. So. Die 2 hier. Die 3 da. Die 4. Die 4, sagte ich, so. Schön breit gezogen. Ich glaube, die nehme ich diesmal sogar zum Plänkeln. Weil diesmal haben wir ja einigermaßen viele Bogenschützen. Ja, sollen die vorlaufen. Hier noch die 5. Da noch die 6. Ich habe da irgendwie nicht drauf geachtet, was der Gegner für Truppen hat.
Wenn der jetzt hier mit 80 Kavalleristen ankommt, kann ich meine Bogenschützen gleich zurückziehen. Oh ne, er hat 2 Kavalleristen, okay. Gut. 400-500 Meter. Aber kommt er? Jein, ich glaube, er versucht sich den Hügel zu schnappen, wa? Ja. Ist okay, kriegen wir hin, Kumpel. Können wir machen. Die 4 marschiert mir bitte mal da vorne hin. Die 2 da, die 1 da, die 3 da. Die 5 durch die Schlucht später und die 6 oben über den Hügel. Ja. Soldiers! Seid wieder Kartenrand. Ich darf nicht befehligen. Ah, ja, das Kartenrand. Ich bin mir echt nicht sicher, ob der kommt oder geht, ne? Jetzt umläuft er gerade irgendwas, aber will er es danach wissen oder haut er dann wieder ab? Ich müsste die Formation noch mal tiefer stellen, wa? Ich sehe es nur kaum gerade. So. Ich habe eher das Gefühl, der haut ab. Oder umläuft er da gerade irgendwie was Unpassierbares und versucht dann da oben anzukommen. Ist gerade schwer zu erkennen. Troops, forward! Infantry move! Foot move! Infantry move! Gehen wir mal kicken, wa? Forward! Warum ist eigentlich keine Musik? Hä? Was macht er? Infantry forward! Infantry move! Infantry forward! Troop move! Oh nee, ne? Da hinten am Arsch der Welt? Wirklich? Warum hat er sich nicht gleich ergeben? Wow. Ja, gut. Die 1 da, die 2 da, die 3 da, die 4 erstmal dahinter, die 5 da, die 6 darf sich wieder nicht da hinten aufstellen, natürlich nicht. Dann rücken wir halt im Schutze des Hügels vor. Wenigstens hat es jetzt funktioniert, dass wir auch gemischte Kavallerie haben. Und wenn wir ehrlich sind, es sieht schon cool aus, wenn da 3 Kohorten marschieren statt eine große, oder? Was meint ihr? Ich finde schon. Kann ich jetzt nur hoffen, dass mir diese Schlacht nochmal ordentlich Einflusspunkte bringt, dass wir doch diese große Truppe rufen, nicht große, die teure Truppe rufen können. Einfach nur damit wir auch wirklich die Überzahl für die Belagerung bekommen, dass wir die auch führen dürfen. Knapp 200, sogar außer Reichweite unserer Bogenschützen. Der ist gar nicht mal so dumm, der Typ. Soldier, move! Footman, for Footman, move! Troops! Ah, ich darf da hinten hin nicht befehligen, ne?
Sobald sie an mir vorbei sind, gebe ich sie erstmal in den Schild, weil... Diese Griechen, ey, wie die laufen, ne? So, eins, zwei und drei gleichzeitig markieren und dann Schild, weil bitte. Die vier bitte mal hier oben drauf. So viel zum Thema, dass ich mit denen plänkeln wollte. Die fünfte halt an Hügel. Ach komm, die sechs wird's hoch. Erstmal da rüber geritten und dann dahin. Achso, die sind schon da hinten. Okay, warte, dann kommen sie hinter den Hügel. Und mal Bogenschützen, ihr habt doch irgendwann mal vor, hier mitzumachen, ja? Weil ihr lasst euch ziemlich Zeit. Ich meine ja nur. Der Gegner schießt nämlich schon auf uns wegen dem Höhenvorteil. Na gut, die zwei Kavalleristen werden da hinten gleich auseinandergenommen. Es wird mal zurückgeschossen, immerhin. Kommt. Schick mal so vor. Hier, die zwei da, die drei da. Dann kriegen wir hoffentlich rechtzeitig den Charge-Befehl hin, diesmal, dass die von allen Seiten gleichzeitig angegriffen werden. Und unsere Kavallerie wird dann Hügel aufwärts anstürmen müssen. Aber die ist da hinterm Hügel erstmal gut positioniert, wie ich finde. Also ein bisschen geschützt. Vor Beschuss. Schädel brechen. Ich hoffe, ihr wechselt dann eure Position, wenn ihr kein Schild mehr habt, dass ihr nach hinten geht. Ja, unsere Bogenschützen machen langsam ein bisschen Stress. Gut, Gegner kommt. Okay, zwei rein. Drei rein. Fünf. Sechs. Rein. Oh, die ignorieren meine Eins. Ihr Schweine! Meine Eins war teuer! Oh, weiter nimm's auch vorbei. Moin. Ey! Geht doch. Nein! Freund oder Feind? Dein Glück. Ja gut. Schön überrannt. Da konnten sie nichts mehr machen. Insgesamt 9 Tote. Vollkommen in Ordnung. Aber nur 20 Einfluss. Ah. Nur 20. Ärgerlich. Also haben keinen Platz mehr für Gefangene. Na, ah, nein. Verwerfen, ja. So. Nee. Was? Ah. Ausgewogene Javelins, aber nur 5 Stück. Ich muss nochmal beim Makro gucken. Oh, der hat dieselben. Mist, dem sollte ich mal Pile an die Hand drücken, wa? Ach, guck mal, die habe ich vergessen hier zu spenden für Erfahrungspunkte. Hier ist der Waffenrang höher, aber eine Munition weniger. Plus 1 durch meinen Perk. Und nochmal plus 1 durch seinen Perk. Haha! Moment mal, hatte ich deswegen vielleicht 2 Schuss mehr? Ich habe jetzt gar nicht gewartet, wie ich jetzt hatte. Nee, Quatsch. Ich hatte jetzt gerade 10 und er war in einer anderen Kohorte der Truppführer. Also nee, das deckt nicht. Schade. Hätte ich gut gefunden, wenn das deckt. Gut. Sehr schön. Und, haben wir nochmal einen? 2, 3, 4, 5 vielleicht? Nee. Okay. Naja. Theoretisch müssten wir nochmal die hier jagen. Was macht er?
Er will ausrauben gehen. Er patrouilliert. Okay. Problem ist bloß, da ist gerade eine Armee eingebunkert. Und das nächste Problem ist, wir sind in der Überlänge. Liebe Leute, den Rest machen wir wieder morgen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!